keine einfache Zeit. Wie läuft denn das bei euch im Verein so? Ja, das war natürlich am Anfang mit viel Unwissenheit auch verbunden, wie bei allen. Und jetzt durch das, dass wir endlich wieder spielen können, ist es natürlich organisatorisch ein Riesenaufwand momentan. Das muss man schon sehen. Und das ist für alle, glaube ich, auch eine richtige Prüfung. Wir haben vieles von dem, was, glaube ich, auch den HBW ausgezeichnet hat. Mit Gemeinschaft in der Halle ist momentan leider sehr, sehr wenig nur möglich bei den Heimspielen. Aber ja, wir arbeiten dran und hoffen natürlich, dass wir durch die Maßnahmen, die wir auch treffen, vor allem bei den Heimspielen, hoffentlich sukzessive die Regierung und auch überzeugen, dass es mit einem guten Konzept möglich ist, auch mehr Zuschauer wieder in die Halle lassen zu dürfen. Ja, bei euch bestimmt auch eine besondere Situation. Besonders ist aber, finde ich, auch unsere Partnerschaft über Jahre. Warum sind wir so vielleicht ein bisschen besonderer Partner auch für euch? Natürlich ist es so, die regionale Nähe ist für uns absolut entscheidend. Ihr seid vor der Haustür. Wir können sehr, sehr viele Dinge mit euch zusammen entwickeln. Das fängt bei Schuhtestungen an und auch andere Themen, die wir zusammen mit euch spielen. Und natürlich ist es so, dass die Fangemeinde innerhalb der Firma eine sehr, sehr große ist. Das weißt du sicher und das spielt alles für uns eine große Rolle. Das ist schön. Wir sind ja schon lange Partner. Hast du für dich so ein persönliches Highlight in der Zusammenarbeit? Sei es als Spieler oder sei es nach deiner aktiven Zeit zwischen Kemper und dem HBW? Ja, du sagst, es ist wirklich schon eine lange Partnerschaft. Ich bin als Spieler damals nach Wallstetten oder Balingen dann gekommen, wo dann auch in der Zeit ein Kemper gegründet oder angefangen wurde. Da gibt es natürlich schon sehr, sehr viele Dinge, die wir da gemeinsam auch erlebt haben. Ich glaube, dass es natürlich sind die Aufstiege was ganz Besonderes gewesen in der ganzen Zeit. Aber ich glaube, dass die Beziehung unter den Menschen, dass es auch schon immer wieder Spieler gab, die bei euch gearbeitet haben. Aber eben auch das, was du vorher angesprochen hast, mit gemeinsamer Entwicklung von Schuhen, von Bällen, von Shirts. Ich glaube, dass das wirklich ja für uns auch was Besonderes ist. Und wenn man irgendwelche Events herausheben müsste, dann muss ich schon sagen, waren die beiden Saisoneröffnungen, die wir bei euch im Headquarter hatten, waren schon was Besonderes. Weil es einfach in jeder Saison was Besonderes ist. Aber auch damals vom Ablauf und von dem, wie das angegangen wurde, würden wir beide, glaube ich, immer in sehr, sehr guter Erinnerung bleiben. Also ich glaube, von unserer Seite muss man einfach sagen, dass es immer ein großes, großes Highlight ist bei euch bei einem Heim, bestenfalls wirklich Topspiel dabei zu sein. Dieser Kessel, der da in normalen Zeiten einfach dann entsteht, der ist außergewöhnlich. Ich glaube, der ist auch außergewöhnlich eben für die Gegner. Deshalb habt ihr ja auch oft ganz, ganz tolle Spiele dort bestritten und das ist etwas, was wir sehr gerne natürlich mit unseren Händlern teilen, mit anderen Vereinen teilen. Das ist absolut bombastisch. Ja, hoffen wir, dass wir es bald wieder so auch genießen können. Wir haben eine Vertragsverlängerung in Corona-Zeiten. Finde ich für uns, das ist ein unheimlich starkes Zeichen, auch über die Länge hinweg. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir gerade in dieser schweren Zeit auch gegenseitig zusammenhalten. Oder was hat da für euch auch den Ausschlag gegeben? Dass wir das ja, also das ist für uns sicher auch in so einer Zeit ein wichtiger Schritt und auch kein normaler Schritt. Also wir befinden uns natürlich, wie sehr, sehr viele Firmen auch, in einer Konsolidierungsphase. Wir müssen sehr, sehr viele Dinge einfach neu evaluieren. Aber wir möchten das natürlich trotzdem mit bestehenden Partnern bestreiten, den Weg nach Corona, den es hoffentlich in Bälde gibt. Und deshalb ist die Entscheidung ganz klar auch für euch gefallen und dass wir diesen Weg, den wir schon seit vielen Jahren gehen, auch weiter so bestreiten. Ja, das unterstreicht, glaube ich, das, was wir auch fühlen dabei und auch die Jungs uns immer wieder zurückmelden, ja, dass genau diese Verbindung, die wir da haben, mit das Ausschlaggebende ist und für mich gar keinen anderen Zweifel oder gar keine andere Idee darüber gab, dass wir uns einfach freuen auf die Partnerschaft und auf die
längere Zusammenarbeit wieder, um dann die Zeit gemeinsam angehen zu können. Ja, wir sind ja jetzt dann auch gleich in wenigen Sekunden schon wieder, wieder an der Sparkassenarena, wo man, glaube ich, die Nähe auch in der Distanz sieht oder in der Entfernung sieht, wie nah wir tatsächlich auch beieinander sind. Die Jungs haben gerade noch Training. Ich denke, wir können sie dann nachher noch über die freudige Kunde informieren, dass wir unsere Zusammenarbeit hier verlängern haben. Das ist toll, also finde ich super. Ich finde auch die Idee schön, dass wir jetzt quasi persönlich dort anreisen und sie ihnen auch so auch sagen. Eine schöne Geste, denke ich. So, dann sind wir an der Sparkassenarena, an unserem Headquarter. Dann gehen wir mal rein. Perfekt. So Jungs, wir verlängern mit Kemper. Ja! Yeah!